Hi und herzlich willkommen zum Making-of von Carport, unserem Techniktestballon für Xoro 2. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Kurzfilm, der sich als Trailer ausgibt, bereits gesehen habt. Wenn nicht, wäre jetzt ein guter Punkt, um zu stoppen und das schnell nachzuholen. Gesehen? Gut, dann legen wir los. Der Film dient uns als Testfläche, um 4 Aspekte auszutesten, bevor wir mit Xoro 2 ernst machen. Erstens, Filmen mit einer EOS 6D. Zweitens, Filmen in Technicolor CineStyle. Drittens, Setton separat mit einem Zoom H4NSP aufzeichnen. Und viertens, Farbbearbeitung mit den neuen Lumetri-Tools von Adobe Premiere CC 2015. Aber da Testaufnahmen eigentlich langweilig sind, begann alles einen Schritt vorher mit einem Treffen in der Eifel, um den Plot für unseren Film zu planen. Danke, dass du uns mal wieder eingeläutet hast, Tom. Action Cam. So. Die Idee schwirrt uns schon seit Jahren im Kopf herum. Einfach dem Gedanken folgend, was wohl passiert, wenn man Arthur Haleys Airport nimmt und ihn schon im Titel durch so etwas Biederes wie einen Carport ersetzt. Die Details ergaben sich dann beim Treffen, wobei wohl besonders bemerkenswert ist, dass am Ende nicht mal mehr ein Carport im Film vorkommt. Mit diesen Ideen im Sinn vergingen dann noch einige Wochen, ich fuhr sogar dreist noch in Urlaub und danach waren wir startklar. 2 Tage nach meiner Wiederkehr aus dem Schwarzwald stieg ich also wieder in den Wagen und fuhr gen Eifel. Wir hatten unsere Termine per Doodle schon mehr oder weniger alleine auf diese eine Chance reduziert und waren entsprechend froh, dass uns das Wetter wenigstens recht hold war und uns mit Sonne verwöhnen würde. Als wir uns jedoch bei Tom sammelten, offenbarte sich das erste Problem. Markus, unser Kommissar Kalle, hatte sich nur wenig Zeit für den Dreh freikämpfen können und zwang uns dazu, umzuplanen. Somit zogen wir alle Innenszenen vor, inszenierten schnell noch 2 Action-Shots außen mit ihm und schickten ihn seines Weges. Das größere Problem ergab sich daraus, dass eigentlich sein Zwillingsbruder im Bus hätte sitzen sollen. Und ihr Zwillingsbruder ist dann doch Ted. Armer Ted. Kurz entschlossen wurde Ted nun also der Zwillingsbruder von Ralphs Tim Tower. Der Dreh selbst gliederte sich grob in 4 Etappen. Es ist alles keine Kunst, nehmen wir einfach so. Aus dem man warm schneidet und Beste zusammen. Genau. Zunächst die Dialoge drinnen. Dann alles, was wir auf Toms Hof drehen konnten, nämlich die Action-Shots mit Markus, die erste Einstellung, die Checkliste und alle Close-Ups, etwa von kuppelnden Füßen und schaltenden Händen. Gunpowder? Soll ich was Ketchup runterbringen? Tom? Danach suchten wir uns eine Parkbucht in der Nähe von Schleiden und drehten alle Interaktionen im Wagen. Naomi und Janine, die bis dahin mit Engelsgeduld gewartet hatten, kamen nun auch ins Spiel und langsam begann der Film dann doch mal Form anzunehmen. Dass man übrigens den ganzen Kurzfilm übersieht, dass der Wagen nicht fährt, war uns am Ende dann auch egal. Anders wäre schöner, aber darum ging es ja nie. Die 4. und letzte Etappe brachte uns dann auf eine Anhöhe oberhalb meines Heimatortes Schleiden, wo wir ein paar letzte Kleinigkeiten und vor allem den finalen Showdown inszenierten. Bei dem nun traf uns die Umbesetzung von morgen nochmal richtig, denn alle 3 mutmaßlichen Kameraleute von Xoro 2 – Tom, Ralf und ich standen nun plötzlich gemeinsam vor der Kamera, was erstaunlich viel Stand-in-Arbeit erforderte, bis alles so war, wie es sollte. Damit war alles im Kasten, wir grillten fröhlich anlässlich Toms auch noch gerade geschehenen Geburtstags und ich machte mich wieder auf, zurück nach Aachen. Nebenbei, Carport könnte unser erster gemeinsamer Film sein, der wirklich vollständig auf CGI verzichtet. Der einzige Spezialeffekt, die leuchtende und rauchende Energy-Dose mit spaltbarem Material, ist ein praktischer Effekt. Ich habe eine Dose von unten mit dem Dorn eines Taschenmessers durchstoßen und dann weiter geöffnet, sodass die LED-Taschenlampe, die ich immer bei mir führe, hineinpasste. Der Rauch ist ganz banal durch ein ebenfalls unten hineingehaltenes Räucherstäbchen erzeugt. Das alles habe ich dann von der Seite orange ausgeleuchtet, was gerade mit dem eher blauen Licht der Taschenlampe den gewünschten Effekt erzielt hat. Aber genug zur Produktion, kommen wir zu dem eigentlichen Thema, den 4 Testballons. Wir haben im Freundeskreis eine ganze Menge videofähiger Spiegelreflexkameras von einer gehackten 500D über meine eigene 600D bis halt hin zu Toms 6D. Diese ist aber die einzige Vollformatkamera in unserem Besitz und darum auch derzeit der Favorit für Xoro 2. Was nun aber war anders als zuvor? Vor allem die Optik. Wo wir bei den DV-Kameras, mit denen wir Xoro und Hilde gedreht haben, immer kämpfen mussten, um Unschärfe ins Bild zu kriegen, ist es bei einer DSLR eher andersrum.
Das ist einerseits cool, weil es direkt filmig wirkt, aber auch eine zusätzliche Schwierigkeit, mit der wir arbeiten müssen. Allerdings macht es so coole Einstellungen möglich, wie das Gespräch zwischen Tim und Kalle, das hier im Bild ist und das wir mit unseren alten Kameras so nie hätten realisieren können. Das war sie schuld. Und den Hund weggenommen. Das ließ sich nicht vermeiden. Aber ich brauche sie als Navy SEAL. Na gut. Sie sind der Einzige, der dieser Situation hier gewachsen ist. Ich weiß. Also ja, reißen Sie sich zusammen. Wir werden an anderer Front sicherlich noch viel lernen müssen, aber ich denke, es lohnt sich. Was die 6D gar nicht hat, ist ein schwenkbares Display, was die Aufnahmen ebenfalls teils etwas kniffliger gemacht hat. Andererseits sehen wir für die Zukunft Chancen, das Bild vielleicht direkt auf ein Tablet umleiten zu können, was natürlich direkt wieder ein weiterer Sprung nach vorne sein könnte. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Look, den wir durch die EOS 6D erreicht haben, und ich denke, das wird unsere Kamera für Xoro. Technicolor CineStyle ist ein Aufnahmeprofil für Canon Spiegelreflexkameras. Um zu erklären, was das genau bedeutet, muss ich allerdings ausholen. Jedes Bild, das eine digitale Kamera aufnimmt, ist in irgendeiner Form interpretiert. Und, eigentlich ganz sinnvoll, meist gibt sich die Kamera von Haus aus Mühe, direkt ein attraktives Bild zu liefern. Das Problem daran, will man nun doch selbst etwas an dem Bild drehen, etwa bei der Farbkorrektur, muss man oftmals aktiv gegen das ankämpfen, was zuvor in der Kamera geschehen ist. CineStyle versucht das direkt zu verhindern. Während ein starker Kontrast Bilder attraktiv machen kann, ist ein flacher Kontrast für die Bildbearbeitung später essentiell, weil er auch in sehr dunklen oder hellen Bereichen noch Details erhält. Die hier gerade zu sehenden Aufnahmen machen das deutlich. Gerade entlang der Wolken kann man sehen, wie die Werkseinstellung Details ausbrennt. CineStyle verdammt einen zwar dazu, das Bildmaterial später noch einmal bearbeiten zu müssen, damit es etwas hermacht, aber das tun wir ja eh. Umgekehrt hat es uns bei Carport bereits viel, viel mehr verwertbares Material beschert, als wir es bei früheren Projekten je hatten. Spiegelreflexkameras haben schon seit Jahren auch eingebaute Mikrofone. Diese sind qualitativ aber nicht immer berauschend, ähnlich wie das bei Camcordern auch der Fall war. Und anstatt jetzt gegebenenfalls Mikrofone direkt an die Kamera zu klemmen, wollten wir einmal testen, wie sich eine separate Tonquelle so macht. Ja, Aufnahme läuft. Und die Situation ist traurig. Ja. Die Aufnahme, ja. Die der Ton läuft. Bitte einmal klatschen jemand. Wir haben bei Verfluchte Eifel damals mit einer professionellen Tonangel gearbeitet, aber das Ergebnis war nicht, womit wir glücklich waren. Na Mädels, sind wir auf der Suche nach ein paar starken Jungs, die euch helfen, eure kleinen Schätze auszugraben? Der Dieb ist zwar damals seinen Verfolgern entkommen, aber Glück hat es ihm nicht gebracht. Schwer verwundet. Das Zoom H4N SP ist aber etwas ganz anderes. Ein einfach zu bedienender Rekorder, der zudem den Vorteil besitzt, nun völlig losgelöst von der Kamera positioniert werden zu können. So lag er in der Einstellung, in der Tom die beiden Frauen bedroht im Kofferraum des Wagens und konnte daher störungsfrei aufnehmen, was an Worten gesprochen wurde, obwohl die Kamera weit entfernt war. Und hat es sich gelohnt? Aber hallo. Zum Vergleich eine Szene mit dem Ton der Kamera. Jetzt hören Sie mal, junger Mann. Ich habe hier für die Überfahrt nach Belgien bezahlt. Jetzt rutschen Sie mal ein Stück. Und nun das gleiche nochmal mit der Tonspur vom H4 NSP. Jetzt hören Sie mal, junger Mann. Ich habe hier für die Überfahrt nach Belgien bezahlt. Jetzt rutschen Sie mal ein Stück. Keine weiteren Fragen, oder? Der Vorteil ist vor allem, dass wir damit einen unfassbaren Batzen Aufwand aus der Postproduktion von Xoro 2 von vornherein entfernen können. Ich denke, bei Hilde werden wir am Ende sicherlich 50 Stunden allein in die Nachvertonung gesteckt haben. Insofern, ein klarer Gewinn. Kurz gesagt, die neue Farbkorrektur von Adobe Premiere Pro ist ein Traum. Sie gleicht in der Handhabung der sehr intuitiven Steuerung von Lightroom, ist schnell, komfortabel und zugleich vielseitig und fähig. Zusammen mit dem Ausgangsmaterial, das uns das CineStyle-Profil beschert hat, war es daher eine absolute Freude, mit den Aufnahmen zu arbeiten. Grundsätzlich besitzt Carport zwei Bearbeitungsstufen. In einem ersten Schritt haben wir den Aufnahmen einen an klassisches Filmmaterial erinnernden Look gegeben und in einem zweiten Schritt dann noch einen Farblook aufgetragen. Bei einem richtigen Film wäre zudem noch eine Stufe davor fällig gewesen, um gegebenenfalls Kontinuität zwischen einzelnen Shots herzustellen, aber das war bei unserem Pseudo-Trailer natürlich nicht nötig. Tatsächlich ist das Einzige, was mir an all den Tests gar nicht gefallen hatte, der Nachtlook der allerersten Einstellung. Mir schwarte schon, dass auch der kein Heilsbringer sein würde, Nachtaufnahmen sind immer schwierig, aber probieren wollte ich es mal. Da allerdings haben wir nun bis Xoro 2 noch Handlungsbedarf, denn unser Barbaren-Sequel hat zumindest derzeit noch mehrere Nachtszenen. Aber davon abgesehen, Xoro war notdürftig mit den Bordmitteln von einem uralten Premiere koloriert. Hilde nun wurde über weite Teile mit Colorista Free gefärbt, aber Xoro 2 stehen mit den neuen Lumetri-Tools ganz neue Optionen offen. Und ich freue mich drauf. Somit kann man wohl mehr oder weniger sagen, Carport war aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Wir hatten alle extrem viel Spaß beim Dreh, was an sich schon die Hauptsache ist. Eigentlich alle relevanten Tests waren volle Erfolge und zumindest uns hat auch das Endergebnis gefallen.
Somit bleibt abschließend nur die Hoffnung auszusprechen, dass auch ihr euren Spaß hattet und dieses Video hier vielleicht sogar ein wenig informativ war. Wir machen uns nun wieder an die finalen Handschläge von Hilde und melden uns auch da vermutlich noch diesen Monat mit einem neuen Blog-Video wieder, dann zur Dialognachvertonung.